So, man hat eigentlich keine Rückwärts. Hoppala. Fahrliste. Rückwärtsfahrliste. Leuchte. Ich meine eine Rückwärtsfahrleuchte. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play OMSI 2 der Omnibus Simulator. Wir fahren heute mal wieder die Linie X29, aber diesmal in der Gegenrichtung. Und das machen wir mit einem besonderen Bus, nämlich mit dem Weihnachtsbus von M&J Software. Also mit den Lichterketten hier überall. Ich mache den mal kurz an, dann könnt ihr euch das mal angucken. Wie man sieht, schöne Lichterketten überall. Ja, natürlich die Karte Spandau Modern M&Z. Und ja, ich stelle mal gerade die Route über die Blödfunktion ein. Einfach nur, weil ich über F5, F6, F7 meinen Tracker beenden würde. Das ist ein bisschen dämlich, deswegen muss ich das mal gerade so einstellen. So, X29. Cool. Sieht so aus, als gäbe es keine Ziele dafür. Ja, dann können wir auch nichts machen. Dann setze ich mich jetzt aber mal trotzdem in den Bus hier. Es ist ordentlich laut draußen. Und dann mache ich die Kiste hier erstmal fertig. Ne, den. Ach, das ist die Standheizung. Guck an. Finde ich das auch schon mal raus. Was ist das denn? Auch immer das ist. Keine Ahnung, was das für ein Schalter ist. Ist egal, ich mache trotzdem mal gerade die Kiste fertig hier. Das war das Innenlicht. Das ist gut. Machen wir hier gerade nochmal Licht, dass ich nochmal gerade gucken kann. Scheibenwischer. Machen wir mal auf Intervall. Hoppala. So, jetzt ist auf Intervall. Nebelschluss. Das ist der Warnblinker. Den Nebelschluss hat der wohl nicht. Naja, ist egal. Oder bin ich gerade blöd? Retarder, Motorkühlung, Fahrerlicht. Nein, er hat keinen Nebelschluss. Er hat auch kein ASR. Ist egal. Oh, ja. Ich habe ganz vergessen, dass ich auf schlechter Wartung fahre. Beim zweiten Versuch ist er angesprungen. Aber gerade nochmal Glück gehabt, doch. Das wäre sonst nämlich ein bisschen blöd geworden, wenn mir die Kiste hier abgesoffen wäre. Ich schilde aber trotzdem gerade nochmal eben die Route. Am Omnibushof, das ist richtig. Auch wenn es hier keine Ansagen gibt. Ist egal. So. Ich würde mal sagen, entweder müssen wir noch zu der Starthaltestelle hinfahren oder das war sie schon. Ich fahre auf jeden Fall mal ab, weil ich denke, ich habe meine 5 Minuten schon rumgesabbelt. Mal eben Blinker links setzen. Das ist das erste Mal, dass ich in einem Video mit so einem ganz alten Doppeldecker hier fahre. Ach, was gucke ich eigentlich? Ich habe doch hier meinen Tracker, ich Idiot. Da habe ich gerade meinen Tracker verpeilt hier. So, die Damen und Herren da vorne könnten mal fahren, weil ich habe hier nämlich, ich stehe hier nämlich doof auf der Kreuzung. Na gut, die Ampel ist noch rot. Hat der sowas? Ne, einen 20 Uhr Schalter hat der nicht. Oh Gott. Ja, das sieht man, das passiert einem, wenn man mit den ganz alten Dingern fährt. Ich ziehe mal ein Stück vor hier. Vielleicht fahren sie dann. Fahrt er? Ne, fahrt nicht. Ja, dann kann ich auch nichts machen. Da vorne ist grün. Fahrt, bitte. Dankeschön. Ja, und passend zum Bus, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe oder nicht, ich fahre jetzt noch drüber. Passend zum Bus, natürlich mit Schnee, so muss das sein. So, schalten wir mal weiter. Ach nee, Westerwaldstraße, hier ist der Einstiegspunkt. Guten Tag. Guten Tag.
Lässt er mich rein? Ja, der lässt mich rein. Hä? Der lässt mich rein, aber die biegen ab. Da ist ja super. Gerade mal losgefahren und die fahren mir schon wieder in die Karre. Das ist ja Omsi-KI vom Feinsten. Auf dem Feinsten, genau. Auf dem Feinsten ist das. Omsi-KI auf dem Feinsten. Guck mal, kann ich nicht ganz asozial hier vorbeiziehen? Ist ja keine Ahnung jetzt, warum die da so stehen. Aber das ist mir zu langweilig. Langsame LKW, der hält die alle auf. Da bin ich mit meinem Bus hier selbst schneller. Der Überholspur. Kommt keine Haltestelle. Da hinten kommt eine. Hoppala. Bisschen zu stark gebremst. Lässt er mich rein? Lässt du mich rein? Ja, musst du jetzt mal. Ja, ich hatte einen Un. Ich hatte einen Un. Ah ja, genau. Der Spurwechsler. Da seht ihr, das ist Fahrstil vom Feinsten. Oh, die Hintertür war noch gar nicht zu. Tja, shit happens. Ja, den Blinker habe ich jetzt gesehen. Boah, der Bulli, der ist aber wieder, der hat es wahrscheinlich dringend, doch. Ja, das Update 993 ist jetzt draußen, heißt 2.1.993. Ist ein kleiner Zwischen-Advents-Patch, sage ich jetzt mal. So haben sie den genannt. Ich will nicht rüberfahren. Jetzt kann ich rüberfahren. Also, wie gesagt, der Adventspatch ist draußen. Da ist jetzt gerade, das ist so eine Vorabversion, einfach nur als kleines Weihnachtsgeschenk, sag ich mal, für den Patch 2.2. Der soll ja im ersten Quartal 2015 kommen. Und also ich hoffe mal, dass die dann mal um sie auf die Reihe gekriegt haben, also dass dann besser läuft. Ich finde jetzt gerade mit dem Update, es läuft schon etwas flüssiger bei mir. Ich habe auch bis jetzt, soweit ich das testen konnte, das ist eigentlich soweit meine erste Testfahrt, aber bis jetzt, wenn ich mich zurück erinnere, dass ich auf Spitterberg letzte Woche allein eine Stunde für die Vorbereitung gebraucht habe, ich habe jetzt einfach mal platziert und los ging's. Also das ist schon ordentlich was jetzt mittlerweile. Und ich hoffe einfach, dass das mit Update 2.2 so bleibt. Beziehungsweise nicht mehr schlimmer wird. Und ja, gibt es einige Neuerungen. Lest euch am besten die Liste im Forum durch. Ich habe die jetzt nicht komplett parat. Und ja. Am CV-Calculate Bereichsprüfungsfehler. Da wird natürlich noch kräftig dran gewerkelt. Der ist irgendwie noch nicht so ganz weg. Da sind sie aber am Bekämpfen. Sag ich jetzt mal. Und ja, so ein paar kleinere Fehlerchen. Jetzt zum Beispiel, oder Fehlerchen, so ein paar kleine Extras. Zum Beispiel eine Schnellspeicherfunktion, Steuerung und S. Kann man während des Spiels kann man halt dann eben schnell speichern, weil dieses automatische Speichern von den Situationen, was eben halt kommt, wenn man die Türen aufmacht an der Haltestelle, dann ne? Schmiert um sie doch gerne mal ab. Und deswegen gibt es jetzt eine Schnellspeicherungsfunktion. Und ja, noch so Kleinigkeiten wie die Entry Points. Was war das denn jetzt gerade? Flugzeugeffekt oder was? Die Entry Points sind jetzt nach dem Alphabet geordnet. Und man bekommt, bevor man, also wenn man die Karte ohne Busse lädt, bekommt man die Möglichkeit, guten Tag, sich auszusuchen, wo man hinspawnt.
Finde ich auch gar nicht so schlecht, weil dann kann man sich in Bereiche spawnen lassen, die ein bisschen weniger performant sind, sodass die Karte schneller lädt. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Es sei denn, man hat die Funktion alle Kacheln laden, dann ist die Geschichte eh für die Tonne. Ich für meinen Teil hab's nicht, deswegen, ne? Finde ich die Funktion gar nicht so schlecht. Ja, dann gab es noch so kleine Adventsspielereien. Mit einer fahre ich gerade rum. Und die andere sind für den Hublift vorne. Beim NG272 und NL202. Ist da so ein. Haben sie jetzt Elektro-Rampen-Sounds eingefügt? Ich muss sagen, die klingen auch wirklich gut. Also, sie sind auch wirklich gut darauf abgestimmt. Aber, ja, sind halt, wie gesagt, Spielereien und weniger Riesengeschichten. Aber ich finde, solange Omsi jetzt mit dem Update stabil läuft, dann kann man, denke ich mal, immer vorsichtig sein bei den LKWs. Ihr müsst aufpassen auf die LKWs. Dann kann man, denke ich mal, ne? Kann man, denke ich mal. Weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Aber ist auch cool. Ich spreche hier gerade von weniger Probleme und dann habe ich schon wieder so einen Hänger. Da habe ich wieder einen Hänger. Und ja, aber es war nur ein kleinerer. Die kennt man ja. Und ich warte halt, wie gesagt, auf Update 2.2, das, was sie da versprochen haben. Ist ja schon eine große Liste und eine schöne Liste. Und da ist ja noch lange nicht alles, haben sie geschrieben. Am Omnibushof. Aber ich muss trotzdem hier. War das jetzt Bürgersteig? Nee, das war eine Haltestelle, oder? Ja, fast Bürgersteig. Da liegt aber Schnee, du. Müsste eigentlich so eine Melodie spielen, der Bus. Ich glaube, ich muss den Andi mal hier Jingle Bells einsingen lassen. Und jedes Mal, wenn man dann die Tür öffnet, dann kommt von Andi Jingle Bells. Wer das denn hören möchte. So. Wollen die schon wieder raus? Ich habe doch gerade erst die Tür aufgemacht. Mensch, Mensch, Mensch. Ist das jetzt. Ne? Wo hängt denn hier der Plan? Ey, ich hab keinen Plan. Oha, Flachwitz. Wo hängt denn hier der Plan? Planlos in Berlin. Ne? Ich glaube, so heißt die Folge jetzt. Ah, da ist ein Plan. Wie soll ich denn da drauf gucken? Und jetzt wird die Ampel grün. Ich glaube, ich werde bescheuert. Dann muss ich halt erstmal abbiegen. Total bescheiden abbiegen. Uah, uah. Mensch, was machst du denn, Bus? War nicht meine Schuld. Da habe ich gerade einen ganz schlimmen Husten. War nicht meine Schuld. Was denn du? Geradeaus oder rechts? Ja, dann fahre ich mal rechts, ne? Tschüss. Ruckel, ruckel. Ja, ich weiß ja nicht, vielleicht habt ihr ja am Dienstag vor dem Let's Play The Line mein kleines Weihnachtsintro bemerkt. Dieses blaue mit dem Jingle Bells Geklimper. Ich habe mir gedacht, für die Adventszeit, für die Adventsvideos, die in der Zeit vor Weihnachten erscheinen und an Weihnachten das Special, wenn denn eins kommt, die bekommen so ein schönes kleines Intro. Ah, sage mal. Lotst mich hier wohin, was nicht existiert. Wie bescheuert ist das denn jetzt? Diese blöden Splines, du. Zumal hat er eigentlich keine Rückwärts. Hoppala. Fahrliste. Rückwärtsfahrliste. Leuchte. Ich meine eine Rückwärtsfahrleuchte. Ach ja, cool. Den habe ich noch nicht gerammt.
Erst jetzt habe ich den gerammt. Oh, und den auch noch. Uah. Gott, ja, und noch. Und noch einen Menschen überfahren. Bei mir läuft es. Er läuft bei mir, ne? Na, komm. Ist nur Schnee. Kannst du trotzdem. Och Mensch, ey. Kann leider um sie nichts für, aber ich mag diese Beschilderung hier von den Pfeilen nicht. Lass mich da durch, da, sonst gibt das Zanke. Ey, jetzt fährt er einfach schneller. Willst du ein Rennen? Ja, komm, hier. Ne? Jetzt hier. Oh. Dann fahre ich jetzt. Dem nicht. Oh Gott, ey. Ich fahre wieder ein Stuss zusammen. Das ist schon nicht mehr feierlich. So, rum. Auf der Busspur. Löppt, würde ich sagen. Ah, oder? Meine Damen und Herren. Ah, so. Oh Gott. Ich schwöre. Ich habe nicht am Glühwein genippt. Ich mach sowas in der Woche nicht, wo ich noch Schule habe. Ach nee, du. Ach, die Hintertür geht wieder auf. Und wieder zu. Ach, guck mal, die Hintertür ist kaputt. Das hatte ich ja noch nie. Meine Hintertür ist kaputt. Was mein ich jetzt? Super. Jetzt muss natürlich alles auf einmal kommen. Die meldet auch eine Störung, das ist ja super. Oh, mein manuell nochmal. Gehst du zu? Ne, die geht nicht zu. Super. Das hatte ich ja noch nie. Wie cool ist das denn bitte? Und hier ist kein Nothahn. Super. Kriege ich in die Tür jetzt zu? Warte mal, ist da doch ein Nothahn? Da ist ein Nothahn, doch. So. So. Läuft. So, jetzt hoffen wir, dass das hält. Und nicht an der nächsten Haltestelle schon wieder passiert. Aber in meinem Fahrstil, da macht der Bus halt schon mal Stress, ne? Aber das ist cool, also ich habe das auf der Gamescom, habe ich ja letztes Jahr, als OMSI 12 auf der Gamescom vorgestellt wurde, da hat Marcel Kunt ja schon gesagt, ja, Ibis kriegt eine, ich hatte einen Unfall, weiß ich, als Ibis kriegt eine Störung, oder also kann eine Störung kriegen und generell kann die ganze Karre verrecken, hoppala, was wir auch gerade eben schon gesehen haben, wo er nicht richtig angesprungen ist. Ja, und Türstörungen. Türstörungen hatte ich jetzt persönlich, vielleicht war mal eine Tür eingefroren beim NGNL. Und 37 M37, das bin ich nicht, X29 zum Omnibushof. Dann nehmen wir doch die. Hatte ich schon, so eine Türstörung hatte ich jetzt in dem Sinne noch nicht, nur eben halt, wie gesagt, eine eingefrorene Tür beim NLNG. Die kriegt man dann aber auch irgendwie auf. Und also mit Gewalt meistens. Nee, Spaß, kannst ja nicht. Und ja, aber so eine Türstörung, dass die nicht wieder Quatsch, dass sie nicht wieder zugegangen ist, hatte ich noch nicht. So, jetzt haben wir wieder einen Haltewunsch. Mal gucken, ob es diesmal lübt oder ob wir wieder den Nothahn betätigen müssen. Ich habe den zuerst auch nicht gefunden. Also ich glaube, planlos in Berlin-Spandau passt sogar wirklich. Jetzt gucken wir uns das mal live an hier. Geht zu. Und jetzt diesmal bleibt es zu. Okay. Na denn. Boah, Mensch. Fahr doch nicht so eng an mir vorbei, Kollege. Reiß mir den Spiegel ab. Bei den Darius-Bussen würde das gehen. Da könnte er mir wirklich den Spiegel abreißen. Da fahre ich noch drüber. Ah. Ja, da ist eine
Parkspur. Katastrophaler Fahrstil. Ich weiß, ich arbeite daran. Aber ich kann es ja im Moment gerade auf mein Lenkrad schieben. Voll toll und so. Ach, hier hat mal wieder jemand im Schleichtempo die Spur gewechselt. Deswegen ging das nicht weiter. So. Am Omnibushof geradeaus. Dann fahre ich doch geradeaus. Hätte ich denn auch sonst... Ich hätte einen U-Turn machen können. Dann wäre ich die ganze Geschichte hier wieder zurückgefahren. Warte mal, eben da reinquetschen. Und wieder ein Haltewunsch. Nur denn. Ist zu kalt. Steigt mal da ein, bitte. Dankeschön. Hinten Tür zu. Er ist noch offen. Ah. Ja. Das zu. Das zu. Hey. So. Bleibst du zu. Bleib zu. Tracker wieder an und weiter geht's. Also das finde ich macht es natürlich noch viel realistischer. Also ich hatte das letztens bei halt am Bahnhof, also war halt am Bahnhof auch so. Ja, war am Bahnhof auch so. Da ging der Bahnhof nicht mehr zu. Nee, war das bei dem Schulbus, mit dem ich morgens immer fahre, auch so. Da ist da auch die zweite Tür nicht mehr zugegangen. Da haben wir dann ein paar Minütchen am Bahnhof fast, glaube ich, verbracht. Ja, ist schon schön, wenn der nicht wieder zugeht. Aber naja, dafür gibt es ja Nothähne. Und LKWs. Ist das wieder nur ein Spurwechsler? Oh Gott, hier LKW-Kolonne. Was ist das denn? LKW-Kolonne finde ich gerade gut. Und die Karre wird dreckig. Schade für die Lichterketten hier. Wobei ich nicht glaube, dass die Lichterketten dreckig werden. Naja. Ach so, er steht da. Fährt er jetzt? Danke. Das Schöne bei den Karren ist halt immer... Ich war jetzt gerade D80 ist es, glaube ich, SD200, D80. Du kannst halt immer voll durchtreten, das Gaspedal. Weil, naja, ne. So viel Stoff steckt da jetzt nicht dahinter. Da kannst du dann schon mal, ne, ein bisschen Gas geben. Schon wieder ein Haltewunsch, ob das gut geht. Übrigens, wenn ihr dieses hier seht, so oder so, wenn die Fahreransicht mal so ein bisschen tiefer geht oder ein bisschen höher, dann ist halt, wenn ich hier gerade stehen bleiben muss und warten, dass die Ampel grün wird. Ja, hier ist gerade Feierabendverkehr in Berlin, wie man eventuell sieht. Wobei es, glaube ich, gerade Blödheitsverkehr ist, weil... Der wartet darauf, dass die fahren hier, also der gelbe Benz wartet darauf, dass die Putzelei fährt. Putzelei wartet darauf, dass die fahren hier. So, Putzelei, jetzt kannst du aber. Komm, fahr zu. Brav. So möglichst noch. Ja, gut. Fahrt ihr halt noch drüber. Oh, jetzt fahren die schon wieder. Ja, ich glaube, du, er steht hier schon seit ein paar Ampelphasen. Und dieses Spurwechseln hier, das ist natürlich Staufaktor Nummer 1. So, er fährt weiter. Dann kann ich ja auch weiterfahren. Aber ich fahre mal nur langsam weiter. Weiß, wann die wieder anhalten. Aber ich sehe schon mal den Hilfspfeil und die Ampel. Das heißt, wir sind schon mal näher an der Kreuzung. Ich kann hier mal gucken. Stehen da noch weiter parkende Autos?
kann ich nicht sehen. Dann cheat ich mal. Ja, da steht. Ne, wenn ich jetzt an dem vorbei bin, dann könnte ich da vorbeiziehen. Soll ich es wagen? Ja, ich wag's mal. Das war das parkende Auto. Und da werde ich auch schon zurückgedrückt. Es will nicht, dass ich vorbeifahre. Ist egal, jetzt komme ich ja hier drüber. Ein bisschen Auto-Wrestling kann halt nicht schaden, ne? Und er steht da immer noch, oh, der Arme. Tja, das ist dann wieder der klassische Fall von Shit Happens. Genauso wie ich hier fast die Haltestelle verpennt hätte. So, und jetzt wieder die ewige Frage. Geht die Tür zu oder passt's nicht? So, komm. Wow, geht zu. Gehen die hier vorne? Ja, die gehen natürlich auch zu. Steht schon wieder da. Dann probiere ich jetzt mich mal so über den Parkstreifen hier so vorbei zu fuschen an den ganzen LKWs. Guck mal, da steht sogar keiner bis zur Ampel und ich kann hier dann sogar direkt rechts abbiegen. Boah, das war eine schlaue Aktion. Da kann ich mir gerade mal selbst die Schulter verkloppen hier. So, hier. So. Ich weiß, Eigenlob stinkt. Gewaltig. So, ihr fahrt mal durcheinander durch, ne? Was ist denn hier für, was ist denn hier für eine Stehparty? Darf ich mitmachen? Komm, ich mach mal mit, ne? Wobei, wenn ich jetzt die Haltestellenbremse einlege. Leute. Was ist das denn hier? Was mach ich denn jetzt mit euch Clowns hier? Ja, ne? Ich gehe dann mal gerade auf einer anderen Kachel spazieren. Ich weiß nicht, ist das wahrscheinlich ein neuer Trend aus den USA? Standing. Hier. Das war ein Flachwitz vom Feinsten. Guckt mal, was hier los ist. So, das ist ja. Und die bewegen sich immer noch nicht. Da muss ich mal noch ein bisschen weitergehen. Die ganze Straße sind wir lang gefahren mit Stop and Go bis zum geht nicht mehr. Aber wenn man auch im Feierabendverkehr fährt, dann würde ich sagen, blöd gelaufen. Was mir aber gerade noch auffällt, ich glaube, der altbekannte Kumpel Loading AI Fehler. Ich glaube, ach, das war doch nur die Ampel. Ich muss da rechts in den Schnee. Sekunde. Das sagt zumindest der Fall. Ich glaube, der altbekannte Fehler Loading AI ist, glaube ich, verschwunden, weil den habe ich nämlich nicht mehr gesehen. Ich kann mich natürlich auch täuschen. Aber ich habe ihn bis jetzt nicht mehr gesehen. Also bis jetzt fasse ich dieses Update sehr positiv auf. Ist doch, weil es doch bis jetzt mit einigem Schwachsinn Schluss gemacht hat, der bis jetzt bei OMSI so da war. So, rum, da sehen wir den Betriebshof. Dann sind wir jetzt auch da. Da ist das Haltestellchen. Ne? Ist ja Weihnachtszeit, da verniedlicht man ja immer alles. Das Haltestellchen. Ein Glühweinchen. So, wir sind natürlich zu spät. Wie soll's denn auch anders sein? 5 Minuten 43, ja gut, die Stop-and-Go-Geschichte und dazu später anfangen und was habe ich noch als Entschuldigung? Genau, das Verfahren. Das ist natürlich alles schuld daran. Oh, guckt an, da ist ein Scheinwerfer kaputt gegangen. Das hatte ich schon mal, aber das hatte ich noch nie in einem Video. Ist das schön? Och, ja, jetzt hat er gerade alles. Jetzt geht der Scheinwerfer hier. Mal gucken, warte mal. Der ist tatsächlich komplett kaputt. So geht nur noch das Standlicht. Ist das schön. So, und dich muss ich jetzt mal abwürgen hier. Also katastrophaler Fahrstil. So, mit dem Tracker gerade versucht, genau so getimt, dass der einfach zufällt und das passt. Ich würde mal sagen, wir füllen mal gerade eine Neuerung ein. Eine weltbewegende Neuerung. Wir machen mal gerade hier das Licht aus. Die Heizung. So.
Jetzt machen wir mal eine weltbewegende Neuerung. Wir fahren jetzt mal auf den Betriebshof. Ja, das wird eine sehr lange Fahrt. Aber das, ich glaube, das mache ich mal. Wird das Video halt ein bisschen länger. Kann man da nichts machen. Aber ich glaube, ich fahre mal auf den Betriebshof. Wenn die mir denn auch aufmachen. Guck mal, die machen mir sogar auf. Wir haben wahrscheinlich den kaputten Bus hier gesehen. Und sich dann gedacht, oh Gott, der muss direkt repariert werden. Der schöne Weihnachtsbus. Gerade über den Betriebshof gepäst. Ich zoome jetzt mal gerade irgendeine Reihe aus, wo ich dann hier schön reinfahren kann. So. So. Mal gerade ganz kurz die Wischwasserfunktion. Oh. Ach so. Von da oben kommt das. Wischwasserfunktion hier benutzt. Motor aus, Bremse rein. Hier können wir mal das Rollband wegmachen. Ja, da oben. Empty. Empty. So. Das ist auch leer. Der Scheinwerfer ist kaputt. Der kommt jetzt in die Werkstatt, der Bus. Kaputte Tür, kaputter Scheinwerfer, kann man nichts machen. Das sind Abnutzungsspuren, ist halt auch schon ein älteres Modell. Bisschen dreckig geworden ist es auch. Mai muss halt in die Waschanlage und in die Werkstatt. Aber sonst würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr nächstes Mal wieder einschalten. Ich sag auf Wiese gehen, ich verabscheue mich. Tschüss.